Die Klarinette wird bis auf das Mundstück meist aus Buchsbaum, Ebenholz oder Grenadilholz hergestellt. Insgesamt ist die Klarinette 67 cm lang und besteht aus 5 Teilen. Hier sehen wir den Becher, ja. Das Unterstück, mhm. Das Oberstück und die Birne. Wann hast du dir überlegt, Klarinette zu spielen? War das dein erstes Instrument? Ja, es war mein erstes Instrument. Ich habe mit 9 Jahren begonnen, weil ich unbedingt in die Dorfblaskapelle wollte mit diesem Alter. Also du hast mit der Volksmusik angefangen? Sozusagen, ja. Und wann hast du dir dann überlegt, dass das dein Beruf werden sollte? Ich war in meiner Jugendzeit als Skifahrer irgendwie am Sprung, da irgendwie ins Nationalteam zu kommen. Das hat nicht ganz geklappt, nicht ganz gereicht. Und so mit 17, 18 Jahren habe ich dann beschlossen, dann doch das zweite Hobby, also meine Klarinette, zum Beruf zu machen und bin dann zum Studium nach Wien gegangen. Die Tonhöhe kann durch das Ab- und Aufdecken der Löcher und Klappen mit den Fingern verändert werden. Das Blatt ist befestigt mit einer Blattschraube. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten aus Kunststoff und früher in Deutschland hat man dann auch das mit einer Schnur festgemacht, das Blättchen. Da sieht man die Rillen auch noch drauf, ja? Genau, das ist da und das Blatt ist es jetzt so angebracht am Mundstück, dass da ein Spalt, ein Luftspalt ist. Ja? Und wenn man jetzt da reinbläst, dann schwingt das Blatt so hin und her gegen das Mundstück und erzeugt somit Schwingungen und den Ton. Die größere Klarinette ist die A-Klarinette und die kleinere ist die B-Klarinette. Ganz wenigen Unterschied, macht einen Halbton aus. Und jetzt spiele ich mal den Anfang vom Mozart-Klarinettenkonzert auf der A-Klarinette, wie es original ist. Und jetzt das Vergleich mit der B-Klarinette. Hört man, dass das ein Halbton höher klingt.